Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, einen guten Mittag oder einen guten Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video gerade anschaut. Wir spielen wieder Star Wars Galaxy of Heroes. Wir nehmen das hier mal und gehen hier rein. Dann nehmen wir die Datenkarten. Ich war heute noch gar nicht drin. Wie gesagt, es ist morgens. Ich spiele noch nicht ganz so früh morgens. Muss ich gerade mal schauen, wie es mit dem Speicher denn eigentlich aussieht. Wahrscheinlich nicht so gut, ne? Hängt gerade ein bisschen. Nee, sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ich weiß auch nicht, warum der gerade so hängt. Das ist eine gute Frage, ne? Ja, gehen wir mal weiter, kaufen da ein bisschen. Warum hängt denn der jetzt gerade so? Ich verstehe es gar nicht. Ah, kaufen wir da ein bisschen, komm. Das liegt, glaub, gar nicht am. Doch, das liegt am PC. Voll freaky. Einkauf. Ne, komm, wir kaufen noch 5. Bis 3000. So. So viele kaufen wir noch. Komm. Ja, jetzt hat er sich, glaub, gefangen. So, und jetzt noch ein. Leider bekommen wir da nichts Richtiges, nichts Geiles. Das hat ja irgendwie so ein Maschinengewehr irgendwie. Tut mir leid für das Ruckeln, aber kann da leider nichts dagegen machen. Ich weiß auch nicht warum, ne? So, heute ist es ein ganz besonderer Teil. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen, so wie ich mir das vorstelle. Es muss hier nur noch zweimal Luke Skywalker rauskommen, dann ist mein Plan aufgegangen, aber es will, glaub, heute nicht. Nein, es will nicht. Scheiße. Immer wenn man es braucht, dann klappt's nicht. Ist immer so. Scheiße, sage ich da nur. Scheiße, scheiße, scheiße. So habe ich das nicht geplant. Es reicht es genau um einen Punkt nicht. Mann. Um einen fucking Punkt. Machen wir wenigstens das. Das muss doch jetzt erreichbar sein. Ach komm. Ja, also, klappt doch. Gut, dann rüsten wir das hier mal aus. Upgraden hier. Ach komm, ausrüsten. Ah, das rüsten wir, glaube ich, noch nicht aus. Das geht gar nicht. Ach komm, das können wir ja herstellen. Das haben wir ein andermal. Herstellen. 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 Brauchen wir nur noch das hier. Das muss doch auch machbar sein. Wunderbar. Reicht das jetzt? Ja, reicht. Sehr schön. Ja, okay. Nee, das geht nisch. Na, das auch nisch. Ja, wunderbar. Ist doch toll, oder? Ist doch cool. Luke Skywalker ist jetzt auch ganz vorne dabei. Jetzt brauchen wir nur noch einen, das gibt's doch gar nicht. Ach Mann. Ja, dann Luminara bitte noch. Machen wir es einfach. Dann unser
Klonkriege, Chewbacca. Für den wollten wir das. Das ist die Frage, ne? Das bräuchten wir es quasi für die beiden hier, oder? Ist das das gleiche? Typ 4 Druidenrufer. Typ 4 Druidenrufer, ja. Das lasse ich jetzt mal so. Da muss ich noch mal ein bisschen überlegen, ob das so okay ist, wie. So. Dann die typische Tagesdosis. Nee, nicht Tagesdosis. Der Tagesablauf, der typische, so wollte ich sagen. Von dem drei. Weil ich will Nominare nämlich auf 5 bekommen. Einmal noch, ja. Ich bekomme immer so insgesamt, wenn ich bei 6 Versuchen kriege ich 3-mal Luminara. Das passt. So, jetzt haben wir noch Herausforderungen. Oh ja, Angreifer. Das machen wir gleich als erstes. Dass wir unseren Luke Skywalker mal gleich testen können. Der ist auch gleich mit da vorne bei ist. Der hat es hier auch 2. So, das ist eigentlich richtig einfach. Ich bin echt, ich habe jetzt ein bisschen gespielt mit der neuen, dem neuen Gameplay. Ich bin da echt nicht so überzeugt davon. Muss ich da so sagen, bin ich nicht überzeugt davon. Ist ein bisschen laut, aber egal. Das stelle ich nachher leiser. Hängt auch immer ganz schön. Und weg. Ach, wunderbar, 2 gleich bekommen. Maximal bekommt man, glaube ich, 3. Dann machen wir das noch. Dann haben wir unsere wichtigsten Herausforderungen heute schon geschafft. Da haben wir jetzt einige, aber ich nehme natürlich Masterm. Masterm. Mal Luke Skywalker gleich mal mit reinnehmen. Wir machen es erstmal so. Luke Skywalker möchte ich erst ein Level hochbringen und dann nehmen wir ihn mit. Wie es mal hängt. Er ist halt schon extrem stark. Poggle der Geringere. Die beiden. What the fuck? Die sind zusammen echt. Echt der Hammer, muss man sagen. Und die Attacke sieht zwar nicht so heftig aus, aber die haut richtig rein. Leco mio an die Pop. Richtig grande. Was soll das? Warum ist das bei Soundeffekt immer noch drin? Das ist doch scheiße. Bekomme ich jetzt bestimmt Anschiss von der GEMA. Ich hoffe, es ist. Das ist echt scheiße, ey. Das war doch nicht. Das war doch weg. Das war doch schon mal weg, oder? Machen wir es natürlich wieder an. Es hört sich das immer so leer an irgendwie. Da wollte ich gar nicht hin eigentlich. What the fuck? Also das wollte, da wollte man.
Also was klar ist, dass wir mit Luke Skywalker auf jeden Fall den Klonkrieg überholen werden. Von der Stärke, aber es kommt nicht immer auf die Stärke an. Das haben wir gelernt. So, da haben wir es ordentlich abgeräumt. Geil. So billig das sehen, ne? Aber das kostet wahrscheinlich 1 Million. Da haben wir überhaupt nichts mehr, wenn wir Luke Skywalker aufrüsten. Null. Niente. Nix. Nada. Ja, aber trotzdem, der ist bestimmt heftig, wenn wir den noch. Sechs Sterne ist halt schon nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht, dass ich dann Luminare bekomme ich irgendwann da mal noch auf 5. Dann haben wir hier zwei mit 5, einen mit 6 und einen mit 4. Der ist mit 4 natürlich trotzdem noch vorne dabei. Krass. Finde ich echt krass. Savage Opress, den können wir uns auch gerade mal. Zack. Wie viel kostet das denn? 100.000. Nee, das machen wir nicht. Savage oder Opress. Savage oder Savage. Oder keine Ahnung. Ich sage immer Savage Opress. Savage Opress. 20.317. 20.000. 1000. 1000. Aber das lohnt sich ja gar nicht. Und habe ich das Gefühl, dass sie stärker geworden sind, die ganzen. Das wurde, ich glaube, auch angepasst von den Stärken jeweils. Ach, heftig. Einfach mal auf 7 Sterne die hochgebracht. Nicht schlecht. Junge, Alter. Nicht schlecht, Jungs und Mädels. Ach komm, das machen wir einfach jetzt mal noch. Ich hoffe, dass das klappt. Und zack. Die ist ganz schön stark. Muss man sagen. Ausgewichen, ich krieg die Kreises. Alter. So, endlich ist sie weg. Ah, das. Ah, die ist doch scheiße eigentlich, oder? Aber es dauert jetzt schon länger, bis man die ganzen Charaktere weg hat. Habe ich so das Gefühl. Ah, das schafft man ja locker, aber das haben wir ja eigentlich schon gewusst, dass wir das locker schaffen. Aber trotzdem braucht, also die hat echt eine abartige Leiste oben. Das ist ja abartig. Und er auch. Warum habe ich nicht so viel? Am meisten hat immer noch unser Tank, aber ist ja auch klar, der Tank hat immer am meisten. Beziehungsweise oft. So, es war ja klar, dass wir das locker schaffen.
Der mit 15.000 oder sie und wir mit 20, ist ja logisch, oder 20.317. Ja, mit Level 40 kann ich dich aber nicht annehmen. Das tut mir echt leid. Savage Opress, Savage, Savage. Ja, wenn wir 2520 haben, nehmen wir natürlich wieder das hier. Mit garantierten Charakteren. Bin ich gespannt. Wäre natürlich geil, wenn wir Luminara bekommen würden. Ist sie da überhaupt dabei? Aber es sind, glaube ich, alle dabei. Ja. Die Gruppenheilung habe ich übrigens von Luminara habe ich auf Stufe 6, also mehr geht momentan nicht mit der Stufe. Ich könnte natürlich noch mehr, aber da brauchen wir Level 70 und da sind wir noch ein bisschen beschäftigt. Ich würde sagen, 2 Tage sind wir Level 69. Und dann noch mal 3 bis 4 Tage, dann sind wir Level 70 erst. Aber immerhin, immerhin. Ja. Finde ich nicht schlecht, aber ich mache auf jeden Fall noch einen Part, wenn ich Luke Skywalker auf 6 Sterne habe. Es kann nicht sein, dass. Dass das nicht funktioniert hat. Nur einen bekommen. Also früher habe ich den viel öfter bekommen, sonst hätte ich ja nie so viel Splitter nur durch Cantina-Truppenkämpfe erreicht. Also früher war der viel öfter. Hat man da viel öfter da die Sachen bekommen. Das ist krass. Da brauchen wir auf jeden Fall noch 5 und dann ist der echt heftig. Krasse Scheiße. Das ist mein nächstes Ziel. Doch. War gut, Se auf 6 ist der schon ordentlich. Gut, dann war's das für diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Ade.